Willkommen zurück. Wir sind immer noch in der Jahresabschlussanalyse und haben uns vorgearbeitet zum Bereich Liquiditätsanalyse. Aber ehe wir hier einsteigen, wieder die strukturelle Einordnung. Wir sind also in der Jahresabschlussanalyse. Also man kann sagen, Liquiditätsanalyse ist Teil der Jahresabschlussanalyse. Die Jahresabschlussanalyse kann man strukturieren in die Finanzanalyse und die Erfolgsanalyse. Ja, selbstverständlich gibt es diverse Lehrbücher, die hier auch andere Strukturierungen gewählt haben. Das ist eine mögliche. Finanzanalyse kann man wiederum unterscheiden in Investitionsanalyse. Und die Finanzierungsanalyse und die Liquiditätsanalyse. Und genau da sind wir bei dieser Liquiditätsanalyse. Da sind wir. Ja, also diesen Ausschnitt wählen wir jetzt, Liquiditätsanalyse. Und hier müsste ich jetzt eigentlich noch eine weitere Unterscheidung machen, die ich aber jetzt hier vornehmen werde. Ich springe also jetzt wieder von hier nach hier und unterscheide die Liquiditätsanalyse in bestandsorientiert, mit anderen Worten bilanzbezogen, Bestand gleich Bilanz. Und Strom größenorientiert, mit anderen Worten G und V, Gewinn- und Verlustrechnung bezogen, denn wir wissen schon, hoffentlich aus vorherigen Videos, dass die Bilanz eine Momentaufnahme ist, Bestände zeigt zum Bilanzstichtag und die Gewinn- und Verlustrechnung eine Stromgrößenbetrachtung ist, wo Größen aus einem Zeitraum gezeigt werden, während bestandsorientiert Zeitpunkt bedeutet. Und wir beginnen zunächst einmal mit dem Begriff der Liquidität. Begriff Liquiditätsanalyse, Begriff der Liquidität. Und Liquidität kann man ganz einfach übersetzen mit Flüssigkeit. Bin gerade nicht liquide, bin gerade nicht flüssig, habe also gerade kein Bargeld oder Buchgeld, über das ich sofort verfügen kann auf meinem Bankkonto. Etwas vornehmer könnte man Liquidität übersetzen mit jederzeitige Zahlungsfähigkeit. Jederzeitige Zahlungsfähigkeit, das ist Liquidität, wenn wir etwas vornehmer sind und im Bereich der Jahresabschlussanalyse operieren. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Liquidität ist von einem bestimmten Standpunkt aus das A und O in der betriebswirtschaftlichen Praxis. Ein Unternehmen kann hohe Gewinne machen, wenn es aber nicht liquide ist. Und Sie wissen hoffentlich, dass das ein Unterschied ist. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Ertrag und Einzahlung. Na, nur die Einzahlung ist die Liquidität. Der Ertrag kann einfach nur erstmal eine Forderung sein, die ich einbuche, dann habe ich schon mal einen Ertrag, aber noch keine Einzahlung. Und die jederzeitige Liquidität, also die jederzeitige Zahlungsfähigkeit, ist für den Fortbestand des Unternehmens entscheidend. Ja, das ist der Punkt, wo ein Unternehmen scheitert. Natürlich ist das nicht der Grund, sondern das Symptom, aber es ist das Symptom, das das Unternehmen zum Scheitern bringt, dass es nicht mehr zahlen kann. Ja, so,
Also sehr wichtiger Begriff. Von daher ist die Analyse, Analyse heißt ja auch nichts weiter als Zerlegung, die Zerlegung der Zahlen und der Angaben aus dem Jahresabschluss, um die Liquidität des Unternehmens zu erkennen, auch wiederum eine sehr wichtige Analyse. Beginnen wir hier bestandsorientiert. Und da schauen wir uns zunächst einmal an den Grundsatz der Fristenkongruenz. Grundsatz der Fristenkongruenz und wir schauen uns an die Deckungsgrade. Noch einmal, wir sind ja in der Bilanz, wir arbeiten bestandsorientiert, wir arbeiten zeitpunktbezogen und tasten uns hier jetzt so langsam ran. Sie ahnen schon, dass im Folgenden dann noch kommen, ich schreibe schon mal hin, die Liquiditätsgrade. Und damit, denke ich, ist es auch schon genug, um dieses Video hier nicht zu überfrachten. Also das werden auch wieder hier mehrere Teile werden, denn stromgrößenorientiert ist wiederum noch ein weiteres anderes Gebiet. So, Grundsatz der Fristenkongruenz. Kongruenz heißt nichts anderes als Übereinstimmung. Und die Regel lautet, dass die Kapitalüberlassungsdauer. Ja, es geht um Fristen hier. Fristen sollen übereinstimmen. Die Kapitalüberlassungsdauer größer maximal gleich Kapitalbindungsdauer. Ich erkläre das sofort. Die Kapitalüberlassungsdauer soll größer sein als die Kapitalbindungsdauer. Einfacher gesagt, du sollst langfristige Dinge im Unternehmen, also mit anderen Worten dein Anlagevermögen, nicht kurzfristig finanzieren. Anlagevermögen heißt ja dauernd, lange Frist, dauernd zu dienen bestimmt. Und wenn du das mit Geld machst, ja, du kaufst dir zum Beispiel einen Bagger, mit dem du dann dein Brot erwirbst und der Bagger ist dann logischerweise dein Anlagevermögen, weil du mit dem Bagger dann arbeitest und baggerst und damit dein Geld verdienst. Aber wenn du den Bagger finanzierst mit deinem Dispositionskredit, der ja nur so ein kurzfristiger Überziehungsrahmen sein soll, oder von einem Freund, dem du gesagt hast, kannst du mir mal mit 10.000 Euro für 3 Wochen aushelfen, dann ist das auch ein kurzfristiger Kredit. Aber, das heißt, die Kapitalüberlassungsdauer ist, wenn ich den Freund nochmal bemühe, hier nur 3 Wochen. Aber die Kapitalbindungsdauer ist deutlich länger und das soll nicht sein. Die Kapitalüberlassungsdauer muss größer sein als die Kapitalbindungsdauer. Maximal gleich. Das ist der Grundsatz der Fristenkongruenz. Und logischerweise, wenn man gegen diesen Grundsatz verstößt, kommt man in Liquiditätsschwierigkeiten. Dann gibt es die Deckungsgrade und da gibt es die goldene Bilanzregel und die silberne Bilanzregel. Achtung, manche nennen das auch, das erste hier, das obere, goldene Bilanzregel strenge Form und goldene Bilanzregel gemilderte Form, gleich silberne Bilanzregel. Das ist mit Gold und Silber hier begrifflich viel schöner ist, benutzen wir ab jetzt die Terminologie von Gold und Silber. Hier geht es darum, dass ich mein Anlagevermögen mit Eigenkapital finanziert haben sollte. Sie merken schon, das ist ein ganz ähnlicher Gedanke wie hier bei der Fristenkongruenz. Ja, also die goldene Bilanzregel sagt, Eigenkapital durch, ich kürze ab, EK, Eigenkapital, durch AV, Anlagevermögen,
größer 1. Ja, wenn man das als Bruch dargestellt. Eigenkapital oben im Zähler, Anlagevermögen unten im Nenner, Größe 1. Wenn Sie das ausmultiplizieren, dann steht da Eigenkapital größer als Anlagevermögen. Das Eigenkapital soll größer sein als das Anlagevermögen. Auch hier wieder. Eigenkapital ist sozusagen dauernd zu dienen bestimmt, gehört Ihnen. Und Anlagevermögen ist auch dauernd zu dienen bestimmt. Und die Eigenkapital soll größer, maximal gleich, Ihr Anlagevermögen sein, damit Sie Ihr Anlagevermögen mit eigenem Geld finanzieren. Das ist die goldene Bilanzregel. Das Anlagevermögen soll eigenfinanziert sein. Die silberne Bilanzregel schwächt das etwas ab und sagt, EK plus L, L ist langfristiges FK durch AV größer 1. Was auch hier, wenn wir das ausmultiplizieren, nichts anderes bedeutet, als du darfst dein Anlagevermögen auch mit langfristigem Fremdkapital finanzieren. Das ist die silberne, die abgeschwächte, goldene Bilanzregel. So, und dann haben wir noch die Liquiditätsgrade, aber ich glaube, das machen wir in einem eigenen Video. Das möchte ich besonders hervorheben, weil auch extrem prüfungsrelevant. Ja, diese Liquiditätsgrade L1, L2, L3. Stoppen wir also das Video hier und nennen das hier Liquiditätsanalyse Teil 1 und dann folgt ein weiterer Teil. Oder, muss ich mal überlegen, ich mache eine eigene Mindmap für die Liquiditätsgrade. Das könnte auch sein. Okay, stoppen wir hier und sehen uns im nächsten Video. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.